Ja, hallo und willkommen zurück bei Amnesia. Bei mir ist wieder Pates. Hi. So. Und das heutige Ziel ist, den Lagerraum zu erreichen. Lebend. Gut, Ich bin ja mal gespannt, ob du Wo? da hin. Oh. Nein, mich tut das Klatschen immer noch. Hast du da jemanden nachgeguckt, was das ist? Keine Ahnung, es ist Standard, glaube ich, ganz normal da. Ah, random Geklatsche. Oh, ich hab Angst. Ich will wieder eine Custom Story spielen. Das ist ja weniger schlimm als der Scheiß hier. Bist du dir sicher? Ja. Irgendwie schon. War das weniger schlimm? Ah, das Schlimme ist, ich muss die Custom Story ja wieder bis dahin spielen, wo ich aufgehört habe. Weil mit Speichern ist da Ach. nicht viel. Echt nicht? Oh Mensch, Daniel. Oh, nö. Kommt da jetzt was auf dem Weg bis dahin? Ich glaube, du hast bis dahin schon mal alles Alles ausgelöst, was ging. irgendwie schon. Na dann. Joa. Kannst du eigentlich mal hinrennen? Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Boah, ist das eine üble Soundkulisse hier. Aber mal richtig scheiße. Okay, da sind wir wieder an. Was ist denn eigentlich hier? Ach, da will ich gar nicht gucken. Ich brauche da Da eigentlich nur das hinten Glas, steht oder? der. Ja. Was da hinten? Das ist ja. Da hinten steht der böse Stuhl. Ja. So ganz unauffällig, ganz Also diese alleine. Tür gucke ich bestimmt nicht nochmal rein. Da hat mich von da drin was angebrüllt, also nö. Zweimal falle ich nicht auf die gleiche Scheiße hinein. So, jetzt verlässt mich ein bisschen mein Mut. Wieder alles unbekannt, ja? Ja, jetzt wird's unbekannt. Also du sagst, bis zum Lagerraum kommt nichts mehr. Ich glaube, da kam dann nichts mehr, weil du ja schon irgendwie alles da getriggert hattest. Joa, ich hab das gleich alles mitgenommen. Oh, hier ist so dunkel, Alter. Mach mal an. Aber immer, anstatt dich in den Zellen zu verstecken, rennst du zum Anfang zurück. Ja, das macht die Panik. Da reicht's nicht mehr mit dem Denken. Nee, echt, das setzt mein Denken aus, da ist nur noch Flucht angesagt. Das ist der Fluchtinstinkt. Wo war Sprinten? Ja, okay. Das ist Schleichen? Nee, ist es gar nicht. Das ist Sprinten und das andere ist Schleier. Oh Gott. Ich bin so tot. Willst du wegrennen, hockst du dich erstmal vom Monster hin. Ja, dann ist es auch egal. Wenn ich das sehe, geht das ja noch. Wenn ich das sehe und es tötet mich. Aber wenn das von hinten mich tötet, dann kriege ich eine Krise. Also wenn irgendwas von hinten kommt, das mag ich nicht so. Kaum noch ein bisschen, du hast es gleich geschafft. Ja. Oh, es ist so dunkel. Das Schild zeigt doch schon nach rechts. Ja, ich will aber gucken, was links ist. Links ist uninteressant. Ich werde auch nie links diese ganze... Ach du Heilige. Das werde ich nie... Nee, muss ich da hin? Glaub nicht, weiß nicht. Die Kann sein. sieht so anders Bin ich mir aus. nicht Oh, sicher. da will ich gar nicht. Bin ich mir nicht sicher da. Ach, du bist ja nie sicher. Hast zwar gerade erst Dorsch gespielt, aber bist du nicht sicher. Schon wieder Ja, vergessen? Alles verdrängt. natürlich. Auf jeden Fall weiß ich, dass du gleich da bist. Oh, ich hab Angst, dass mich irgendwas anbrüllt. Ach, Kacke. Ich will lieber einen nackten Mann über mir wieder haben. Das war erträglicher. Aber der war tot. Egal. Ja, das war ja das Gute. Der hat wenigstens keinen Schaden mehr hier gemacht. Okay. Ach, solche Türen hasse ich. Habe ich das schon mal erwähnt? Warum? Naja, die Schrei-Episode, das war genau so eine Tür, so eine Gitterzelle, scheiße und hell. Ich guck da rein und
Buh, Tod, Verderben, Tod, Tod, ich sterbe, jetzt, oh Gott. Oh, wenn ich jetzt so reingehe, kommt da was? Noch ein paar Meter, komm schon. Ich hab schon immer Angst, den Scheiß zu berühren. Guck da hinten, ist das Glas, du hast es gleich geschafft. So, das war's für heute, ich hab das Glas. So, Tür ist zu. Nee, du hast ja noch 8 Minuten, also ja. Da wollen wir schon noch was sehen. Oh, hier liegen Todes. Ich guck mich erstmal hier um, bevor ich irgendwelche story-relevanten Dinge nehme, weil die triggern immer. Böse. Ja, da, nee. Obwohl, Laudanum war ja auch mal im Lagerraum. Nee, im Weinkeller war das ja auch fies. Ach ja, das Ding. Das war ja assi. Freust dich, oh, Laudanum. Ah, da ist das Monster ja nur weggelaufen von dir. Das hätte auch nicht weg... Das war mir in dem Moment relativ egal. Also ich bin ja da hinterher gerannt, das ist von mir weggerannt. Oh, Das Monster hatte Angst vor mir. Ja. Ich glaube, das Monster hat sowieso mehr Angst vor dir und deswegen haut es dich. Ach so. So aus Panik. Ein Angstbeißer ist das, ja. Wie mein kleiner Hund, das ist auch so ein Angstbeißer. So, jetzt hast du, glaube ich, alles aufgehoben, jetzt bleibt nur das Glas. Ja. Und dann muss ich in die Küche zurück. Ja. Den ganzen Weg wieder zurück. Kommt dahin was? Bestimmt. Ja? Jetzt wirklich? Partys? Ich glaube, da kam was. Wann? Ich weiß aber nicht genau wo. Also ich weiß, mindestens einmal müsste da jetzt noch was kommen, aber wo das war, das weiß ich jetzt auch. Okay, schöne Zelle hier. Was hast du heute so erlebt, Partys? Erzähl mal von deinem Tag. Also bei mir beginnt ja heute die Prüfungswoche, also habe ich schon heute meinen ersten Tag weg. Ja. Ach, jetzt auch noch hier vom Thema ablenken, ja. Oh, das war nur der Stuhl. Beim Schlag aus dem Leben erzählen. Ja, erzähl mal was von dir. Man kennt dich ja gar nicht so wirklich. Ich kenne auch nichts von dir, erzähl doch mal was. Ach nö, Mutter, muss man sich schon die Let's Plays ansehen, da laber ich genug. Ah, du willst ja jetzt nicht noch wirklich 5 Minuten in der lustige Lagerraum hier vorbei. Mir gefällt's mir relativ. Es ist hell, die Tür ist zu. Ich hock auf was Großes drauf. Es gibt was Verfaultes zu essen. Ja, ein paar verfaulte Ratten. Das ja, da kann ich überleben. Boah, ich will nicht. Aber du hast kein Bett. Hol dir mal lieber noch ein Bett. Nee. Ah, das geht schon. Ja, man kann es noch einrichten. Das geht schon. Hier so ein paar Mehlsäcke, die lege ich mir aus. Ach, scheiße, ey. Oh, Mann. Nee. Da sträubt sich alles. Oh, nee. Oh, doch. Du musst aber. Muss gar nicht. Ich glaube, ich muss. Ich bin ja mal noch gespannt, wenn du dann mal weiterkommst, dann nach der... Nee, nächste Episode dann. Doch, nächste Episode verspreche ich, komme ich bis in den nächsten Bereich. Ich weiß noch nicht, wann da ist, aber ich hoffe es einfach mal. Aber jetzt ist mir gerade irgendwie... Ich habe jetzt gedacht, das ist nicht dran. Auf jeden Fall brauchst du erstmal noch die Säure aus der Küche. Ja, ich muss den Mist da zurück. Dann weiß ich ja immer noch nicht, wohin. Da musst du irgendwo, gibt's da ein Gitter, was du kaputt machen musst, irgendwie, und dann kommst du weiter. Aber wo das Gitter jetzt war, das weiß ich auch nicht mehr. Müsste ich jetzt selber nochmal spielen, um das zu wissen. Boah, diese... Also es gibt noch ein bisschen musst du noch tun hier. Ja, was denn? Naja, Glas mit Säure befüllen und dann das Gitter finden, das Türgitter. Boah, Monster da. Triggern, sterben, ja, sowas halt. Schreien, weinen. Ja, muss halt einmal nochmal durch die ganze Gefängnis durchlatschen, nochmal wieder zurücklatschen. Was sonst? Auf dem Weg begegnen dich 1000 Monster, warum nicht? Das macht es nicht gerade besser, danke.
Ach komm, du schaffst das schon. Nein. Ich mach Pause, ich will nicht mehr. Oh Kacke. Mann. Ach Mann. Warte, sag doch mal, wann kommt denn hier was? Weiß ich, irgendwann kommt ja, da noch mal was, ich weiß aber nicht wann. Oh. Informiert dich bitte, bevor wir aufnehmen. Warum ich? Ja, wenn ich das mach, spoiler ich mich. Also ich hab's durchgespielt. Ja, dann also, müsstest du es ja mal langsam wissen, wo das kommt. Das war doch schon das zweite Mal oder so, oder? Ja, jetzt habe ich ja mit der Challenge noch gespielt, extra mit Monsterkuscheln ja, und alles. Das sollte man langsam wissen, wo die Viecher kommen. Also jetzt wirklich, geh dich mal eine Runde schämen. Ich vergesse sowas immer schnell. Du bist ein ganz schlechter Co-Moderator bei dem Spiel. Ganz schlecht. Du willst dich doch nur nicht erschrecken. Ich erschrecke mich auch so. Also das steht da wohl außer Frage, dass ich auch so schreien werde. Auch wenn ich das weiß. So, jetzt guck ich bis hier hin. Mir reicht's. Nächste Woche habe ich Prüfung, Geburtstag. Ich mache nächste Woche Pause. Das ist jetzt offiziell. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Ich beende jetzt die Folge. Wir sehen uns übernächste Woche in diesem Mist hier weiter. Dann renne ich da durch, komme in den nächsten Bereich und bin ein Held. Also, tut mir leid, Leute. Ich kann nicht mehr. Bis dahin, eure Still.